Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Planet Nomad, wo wir gerade dabei sind, unser Autochen hier zu bauen. Und ich habe jetzt hier mal so ein bisschen Material aufbesorgt. Und jetzt müsste es eigentlich auch hier klappen mit unserem... Oh, das Ding ist leer. Jetzt müsste es eigentlich auch... Wir haben keine Batterien mehr. Seufzt. Und dafür brauchen wir die Teile. Stell schon mal das her und dann machst du mir davon mal, ja, so 20 Stück. So, also schon mal die Batterie. Die Batterie. So, Reload. So, die war ja schon fertig gebaut. Und jetzt müssen wir hier noch die Stasiskammer. So, da können wir nämlich unterwegs uns ein bisschen heilen. Das muss noch ein bisschen gebaut werden. Die ist auch noch nicht ganz fertig. So. Das hätten wir angeschlossen. Und jetzt gucken wir nochmal hier in dieses Ding rein. Wir drücken wieder C für Konfigurator und gucken mal, ob alles angeschlossen ist. Die Stasiskammer ist noch nicht angeschlossen. Keine Verbindung mehr vorhanden. Das ist doof. Dann machen wir hier hinten einfach noch eine Schallplatte dran. Das ist auf der neuen. Aber nicht so, sondern so. Und dann so. Dann machen wir hier Konfigurator, Anschluss und wir setzen dann die da dran und die da dran. Und jetzt müssen wir hier die Batterie noch anschließen. Können wir die irgendwo sehen? Wird jetzt sein, dass es nämlich jetzt schwierig wird. Ja, wir sehen jetzt gerade die Batterie nicht. Ah, ich kann mich aber ducken. Die ist schon mit vorne verbunden. Die Batterie ist schon mit vorne verbunden. So, warum ist hier kein Anschluss mehr frei? Das ist natürlich jetzt doof. Dann machen wir das vielleicht mal so. Ich gehe mal hier raus. Wir gehen mal kurz hier in den Konfigurator und ich werde mal die Batterie hier hinten rausnehmen. Batterie, was willst du denn jetzt hier? Guck mal hier. Ich möchte dich gerne anschließen. Keine Verbindung mehr vorhanden. Aber warum klappt das denn nicht? Haben die nur eine bestimmte Anzahl von Sachen, die man... Ich glaube, wir können da nicht mehr dran setzen. Doch, jetzt geht's. Ah, diese Verbindung hatten wir vergessen. Okay. So, wir gehen nochmal in den Konfigurator rein. Und zwar hier für die Räder. Und jetzt müssen wir mal kurz von der Seite gucken. So, wir peilen die Räder an, drücken C und machen hier die Laufrichtung. So, diese sollen so rumlaufen, das ist richtig. Jetzt machen wir das hier. Nee, das ist nicht richtig. Das ist ein bisschen komisch jetzt gerade. Keine Lenkung. Ich gehe mal hier hin. So, die sollen nach vorne laufen und das hier, ja, das ist richtig, die sollen so lenken, ja. Lenkung.
das ist richtig. Die sollen lenken. So, und hier. Lenkung und... So. So, jetzt funktioniert's. Keine Lenkung. Wieso steht da jetzt keine... Ah, na, pass auf, man muss auf die Pfeile achten. Man darf nicht auf die... Genau, man darf nicht auf das achten. So, jetzt ist richtig. Man muss auf die Pfeile achten, weil der Knopf zeigt immer die nächste Einstellung. Die, wenn ich da drauf drücke, was dann kommt, zeigt er mir immer an. So. Jetzt ist keine Lenkung. Und die sollen sich natürlich nach vorne drehen. So ist es richtig. So, nochmal von hier. C. Lenkung. So, soll nach vorne gehen. Natürlich hier keine Lenkung. Und dann können wir hier wieder rausgehen. Gut, wir drücken V, damit wir wieder reinkommen. Und unser Autochen ist jetzt eigentlich fertig. Wir können jetzt eigentlich losfahren. Wir müssen nur noch das Ding wegbauen. So, so sieht unser Auto aus. Es hat vorne Leuchten. Es hat eine Stasiskammer oben drauf, mit der wir uns heilen können. Und es hat hier hinten... Die Stasiskammer ist übrigens sehr, sehr schwer. Weswegen unser Auto gerade recht auf dem Boden hängt. Wir können aber die Federung hier vielleicht noch ein bisschen umstellen. Guck mal, hoher Druck. Und hier auch. So, da haben wir vielleicht eine bessere... Ja, vielleicht geht das besser so. Hier machen wir eine kleine Probefahrt. So, da stimmt irgendwas nicht. Wir steigen nochmal aus. Sollte man vielleicht überall die Federung auf hart stellen? Ist nicht die Federung. Moment, hier. So, wir müssen nochmal die Konfigurator angucken. Der Reifen läuft verkehrt rum. So, jetzt läuft er richtig rum. Man konnte sich das auch irgendwie... Warte mal, wenn ich jetzt hier draufklicke. Ah, jetzt bekomme ich das nämlich für alle Reifen angezeigt. Das ist richtig, das ist richtig. Da hinten ist keine Lenkung, der dreht sich nach vorne, der dreht sich auch nach vorne, das ist auch richtig. Okay, jetzt sollte es funktionieren. Wir steigen nochmal ein. Und ich kann nicht losfahren. So, was habe ich hier falsch gemacht? Ist der Reifen irgendwie falsch eingestellt? Buggyrad, das ist auch Buggyrad. Das ist auch richtig. Sag mir nochmal, warum du nicht fährst. Ich habe dich genauso gebaut wie mein altes Fahrzeug, nur habe ich diese Stasiskammer jetzt dazu gebaut. So, wir testen das mal, ob es jetzt fährt. Es ist zu schwer. Es ist zu schwer gewesen.
Gut, also können wir das mit der Stasis... Das hat aber jemand im Internet... Ich habe mir ein Video angeguckt, weil ich so ein bisschen sehen wollte, wie das Spiel funktioniert. Der hatte so eine Stasis-Kamera drauf. Vielleicht hat er mehr... Ah, warte mal, da war was. Das will ich gerne haben. So. Jetzt sind wir auf jeden Fall mobil, können rumfahren und Sachen aufsammeln. Und auch die Monster, die hier so unterwegs sind, die haben jetzt nicht unbedingt so viel... was sie uns antun können. So, wir fahren jetzt mal ein bisschen durch die Gegend. Wir haben jetzt auch einen Beacon, der uns zeigt, wo wir zurückfahren müssen und so. Und wir haben oben vielleicht... Ne, wir haben noch keine Marker. So, da sind die Bienendinger. So, das muss man beim Fahren muss man ein bisschen aufpassen. Wir dürfen nicht ins Wasser fallen. Wir dürfen nicht das Auto umwerfen. Hier ist ein Stein, den ich gerne abbauen will. Und ich hoffe mal, dass hier keine Monster sind. Aber das mit der Stasiskammer ist nicht so schlimm. Wir werden da später noch... ein bisschen mehr Räder dran bauen, dann klappt das schon. Da kommt der Mond. Oh, noch ein Stein. Es kommt ein Monster auf uns zu. Ja, ich war zu langsam. Der hat den Baum umgeworfen. So, den habe ich nicht gesehen. Den guten. So, er hat den Baum hier umgeworfen. Der wirft nämlich mit Steinen. Der kommt von dem Ding hier. Die sind immer hier bei den Dingern unterwegs. Da sieht man sie. Die sind auch ziemlich gefährlich. Auf die müsst ihr echt aufpassen. Die bewachen diese Dinger. Diese Steine da. Dann fahren wir jetzt halt eine andere Richtung. Wenn die uns nicht hier haben wollen, dann fahren wir halt woanders hin. So. Den Baum haben wir, glaube ich, umgeworfen. Hier sind natürlich fette Bäume. Wenn wir hier Biomasse holen, dann kriegen wir hier richtig viel Material. Aber unser größtes Problem ist momentan, dass wir kein Eisen haben. Und dass wir... hier durch so Pfützen können wir ruhig durchfahren. Das hier sind übrigens die anderen Dinger. Die noch gefährlich sind. Da ist noch ein schöner Baum, siehst du? Ich halte mal hier an. Unser Auto bremst übrigens, wenn wir aussteigen. Das ist manchmal auch so die letzte Hilfe. Da war so ein komischer Strauch. Das ist auch was Böses. Na, es schießt schon auf uns. Dann steige ich doch wieder ein. Komm, dann fahren wir. Hier, da ist ein Kristall, den will ich gerne mitnehmen. So, nehmen wir mit und den Stein hier natürlich auch. So, dann fahren wir lieber wieder ein Stück weiter mit unserem Auto. Mit unserem kleinen Buggy hier. Da kommt ein fetter Stein, den nehmen wir natürlich... Ne, das ist ein Baum. Hier sind aber noch ein paar mehr Steine. Ihr seht schon, mit dem Buggy kommen wir schon gut voran. Kohle, Silizium. Ach komm, wir fahren mit dem Auto. Sonst müssen wir das ja auch die ganze Zeit nachholen. Was hat hier gerade auf uns gespuckt? Ist doch irgendwie schon wieder so eine Pflanze da. You've been poisoned. Scheiße, ich dachte, ich bin ausgewichen. Nochmal hier ein bisschen Plant Material holen.
Und was wir jetzt als nächstes brauchen, ist so eine ziemlich verbrannt aussehende Oberfläche. So Steppe. Denn da gibt es nämlich noch Material, was wir jetzt als nächstes brauchen, um weiterzubauen. Ich glaube, es war Kobalt, was wir brauchen. Man muss übrigens mit dem Auto sehr vorsichtig fahren, weil das ist relativ schnell unterwegs und man ist schnell mal irgendwo runtergefallen oder so. So, jetzt hier. Und habe ich noch eine Batterie? Ah, so ein bisschen ist noch drin. Die können wir natürlich erst noch aufbrauchen. Ah, warte mal, was ist das denn? Was bist du? Biomasse, Samen und Früchte. Also die können wir auch aufsammeln. Ja, wir haben keine Batterie mehr. Gut, dann war es das leider schon mit unserer ersten Tour. Denn ohne Batterien können wir ganz schlecht abbauen. Wir können auch mit V nach außen schalten. Wir können auch mit V hier... Ich mach mal so und... Ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht, wie man die Kamera weiter weg bewegt. Du kannst nämlich auch die Kamera noch wegbewegen. Vielleicht können wir es einfach gerade schnell nachgucken. So, Steuerung. Fahrzeug. Nee, Kamera. Radialmodus. Schnell interagieren. Kamera. Wechselt von First zu Third Person. Freie Sicht. Konnte man die Kamera nicht auch ein Stück weiter nach außen? Nee, komisch. Ich dachte, das würde gehen. Machen wir trotzdem noch ein paar Screenshots, oder? So, ich gehe wieder rein. So, und jetzt seht ihr hier neben ist das dieses riesige Loch, wo ich gesagt habe, wir müssen aufpassen. Denn schnell sind wir da reingefallen. So, jetzt gucken wir mal, wie viel wir gesammelt haben. Und wir haben jetzt über 100 Eisen gesammelt. Ihr seht, das hat alleine schon auf dieser Mini-Tour hat sich das total gelohnt. Den müssen wir wieder einschalten. Das hat sich alleine schon mit der Minitour gelohnt, denn jetzt können wir hier richtig zuschlagen. Das tun wir noch hier zu. Dann habe ich hier Kohle, haben wir richtig viel gesammelt. Dann haben wir Silizium gesammelt. Jetzt können wir hier richtig produzieren. Dann haben wir hier jetzt auch das da. Dann können wir das hier reinhauen. Und das können wir hier... Ne, das kommt noch da rein. Und das kommt dahin. Hier ist sogar zu viel jetzt drin. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir es so. Moment. Die Stimme versagt. Entschuldigung. Gut, wir haben jetzt hier, da seht ihr unten dieses leuchtende Zeug. Und das ist, glaube ich, Kobalt. Und das müssen wir halt besorgen. Das habe ich in meinem Spiel auch ganz schwer gefunden. Da müssen wir... ein anderes Biom fahren und das habe ich bei mir fast nicht gefunden. So, wir gucken jetzt mal, was wir als nächstes brauchen. Wir haben ja jetzt angefangen hier. Ah, guck mal hier. Jetzt machen wir nochmal einen Screenshot so, oder? Sehr super. Guck mal, hier ist unser erstes Auto, was wir gebaut haben. Ziemlich einfache Konstruktion und trotzdem schon eine tolle Sache. So, wir müssen jetzt mal gucken, was wir noch nicht gebaut haben. Hier oben, das haben wir, glaube ich, alles schon durchgebaut. Wir müssen ja alle Sachen, weiß nicht, ob ich das nicht schon tausendmal gesagt habe, aber wir müssen ja immer gucken, dass wir alles mindestens einmal bauen, weil wir dadurch immer neue Sachen freischalten. Wir wollten hier Radar, müssen wir auf jeden Fall bauen. Das ist eine mittlere Raffinerie. Für was war die denn nochmal? Und Rohmaterial, die können wir nicht bauen, weil... Da fehlt uns wieder das Material, was ich eben auch schon gesucht habe. Wir brauchen aber nochmal Bio. Gewächshäuser. So, die Teile haben wir alle freigeschaltet. Wir haben jetzt auch neue Räder hier. Mobiles Rad, großes Rad für mobile Fahrzeuge. Und wir haben, glaube ich, jetzt auch Cockpits schon. Hier ist ein Cockpit. Aber wir können noch nichts Fliegendes herstellen, weil da brauchen wir auch wieder... das bessere Material, das Tier 2 Material, was wir noch nicht haben. Wir können hier Solarzellen aufbauen, aber mir ist nicht ganz klar, ob wir nicht Batterien dafür aufstellen müssen. Das ist mir noch nicht ganz klar. Was haben wir denn eigentlich hier? Was bist du denn? Du bist ein Gelenk. Das Gelenk erlaubt horizontale oder vertikale Bewegungen, wird oft zum
Abschleppen von Fahrzeugen genutzt. Mhm. Mhm. Schwimmendes Fundament. Das schwimmende Fundament wird zum Bau auf dem Wasser benutzt. Es hat keine Bewegungsfähigkeiten, aber kann viel Gewicht tragen. Das ist eigentlich auch eine tolle Sache. So ein Pendant-Ding, weißt du? Das Terminal. Was suche ich eigentlich gerade? Ich suche das Gewächshaus. Das ist jenes hier. Das nehmen wir gerade mal. So, jetzt haben wir hier Pflänzchen. Wir haben hier ein fettes Radar. Das Radar kommt hier drüben hin. So, das hätte ich gerne hier so stehen. Und das war, glaube ich, auch elektronische Teile. Ne, das können wir fertigstellen. Warte mal, welche elektronischen Teile? Die. Ne, die können wir nicht bauen. Da fehlt wieder Kobalt oder sowas. Wir gucken mal kurz nach. Das ist das Zeug hier. Dafür fehlt uns... Ich kann leider nicht draufklicken. Silber. Ne, Silber ist es. Uns fehlt Silber. Müssen wir dann besorgen. So, jetzt haben wir hier noch die drei. Und da wollte ich hier gerne noch welche dazusetzen, weil das halt mit einem... mit einem ist ziemlich... langsam zu produzieren. Wenn wir die dichter zusammensetzen können, dann würde ich das gerne machen. Drei. Ja, das sieht doch besser aus. So und so. So. Gut, wie sieht's denn jetzt hier aus? Du hast jetzt hier schon diese Dinger gebaut. Und jetzt würde ich hier gerne noch mal mehr von diesen Samen züchten. Jetzt fehlt uns hier Wasser. Wir müssen also Wasser produzieren. Das geht hier drüben in dem Ding. Wasserproduktion. Wie sieht es denn gerade mit Trinken aus? Wir können eins mal trinken. Und wir müssen Wasser besorgen. Wir haben ja gerade Wasser vor der Tür. Eins, zwei. Ich weiß nicht, ob es da später irgendeinen Sammler für gibt. Das wäre ganz cool, wenn es da irgendeine Maschine gäbe, die uns das Wasser einsammelt. Wobei, wenn ich jetzt hier so ein bisschen Wasser sammle, das hält halt auch eine ganze Zeit lang. So, soll erstmal reichen. Gut, wie viel Wasser habe ich gesammelt? 55, und ich würde sagen, dann stellen wir doch hier auch gerade mal, wir brauchen hier Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Dann tun wir hier die Kohle noch dazu und dann machen wir hier mal 55. So, der kann das schon mal herstellen und dann habe ich jetzt hier so ein bisschen Wasser für euch. Wir werden also... Ich will das hier bauen. Das braucht jeweils zwei Wasser. Okay, dann machen wir das mal so. Okay, dann hier. Ich hätte gerne die Hälfte hier reinpacken. Und die Hälfte davon. Und Biomasse habe ich jetzt gerade nicht dabei. War da viel Biomasse? Ja. So. Und so. Dann werden wir nämlich hier erstmal von den Samen ganz viele herstellen. Es ist hier kein Strom drin. So, Biomasse kommt hier rein, dann kommt hier Wasser rein und dann kommen hier die Dinger rein. So, Konfigurator. Strom legen. Und zwar zu dem und zu dem. Also guck mal, wie viele Verbindungen hier sind. Das kann draußen nicht ein Verbindungsproblem gewesen sein. Das kann irgendwie nicht sein, oder? So, ich würde hier wieder gerne die herstellen. Und zwar, lass mal nur so. Und dann hier auch. So. Damit wir erstmal ganz viele Samen bekommen. Und dann, wie sieht es jetzt hier mit dem Wasser aus? Das wird relativ schnell produziert. Dann hauen wir hier nochmal das dazu. Und danach machen wir hier... Hier fehlen die Kräuter, die habe ich aber auch einstecken. Danach machen wir dann hier nochmal vier von diesen Futterdingern.
muss ich hier irgendwas rausnehmen. Das hier ist, muss ich irgendwo lagern. Kohle brauchen wir hier. Schlafsack brauchen wir. Dieser Schlafsack bietet normalen Schutz und ist nicht sehr komfortabel, aber erledigt seinen Job. Bestenfalls in der Natur einen Unterschlupf suchen. Den nehmen wir raus. Den tun wir hier in den Wandschrank. Den lagern wir mal hier ein. Das lagern wir hier ein. Und du müsstest mal ein paar Batterien doch herstellen. 17 Stück. Weißt du was? Mach einfach mal 17 Batterien. So, leg los. So, hatte ich jetzt da unten noch irgendwelches Material drin? Das hier ist so eine Konsole, die brauchen wir momentan eigentlich noch nicht. Die ist, dann kannst du, wenn du große Fahrzeuge hast, kannst du die aufstellen. Da musst du nicht irgendwie den Einstieg suchen zu deinem Fahrzeug. Hier kann ich sie nicht hinstellen, oder was? Ach. Sondern du kannst hier drüber einsteigen. Elektronische Teile fehlen uns. Dann stell du mal elektronische Teile her. Und zwar 10 Stück. So, hier ist noch Platz. So. Und da brauchen wir auch elektronische Teile. Ich lege mir die schon mal hier rein. Jetzt haben wir 5 Stück. 6 Stück. Mal gucken, was jetzt gleich dran hapert. Das noch fertig bauen. So, das wäre fertig gebaut. Da haben wir keine neuen Teile für bekommen. Und hier fehlen wieder elektronische Teile, nämlich noch 3. So, die haben wir aber jetzt. Ach, das sind die anderen elektronischen Teile, für die wir... Ah, das sind die, wo wir Silber für brauchen. Genau, pass auf. Jetzt drücke ich nochmal B und wir gucken nochmal hier durch, ob wir irgendwas noch nicht gebaut haben. Die Radarstation kriegen wir nicht fertig, weil uns Silber fehlt. Dann wollte ich dieses Pflänzchen hier noch bauen. Ich glaube, das gab, hat auch noch irgendwas freigeschaltet. Ach, wir haben ja hier noch eine ganze Ecke frei. Mann. So, hier Pflänzchen noch hingestellt. Die Ecke da ist ziemlich voll. Hier vielleicht dazwischen. So. Und eine reicht ja auch. Samen. Wir brauchen einen Samen und gereinigtes Wasser brauchen wir auch einen. Das hier brauchen wir eigentlich gar nicht hier drin. Oder? Warte mal. Doch, brauchen wir doch hier drin. Und so. Hat aber nichts freigeschaltet. Schade. Sehr, sehr schade. Hier läuft immer noch Wasser. Wasser müssen wir gerade nicht zu uns nehmen. Hier ist aber noch was zum Futtern. Das hauen wir uns mal. Das hauen wir uns gerade mal rein. So, jetzt wollten wir nochmal durchgucken. Was haben wir denn jetzt hier von den Bauteilen noch nicht gebaut? Das haben wir alles schon. Dann mittlere Raffinerie können wir nicht bauen, weil da auch wieder Silber für gebraucht wird. Kompakte Krankenstation können wir nicht bauen, denn da wird gebraucht. Die anderen elektronischen Teile, die wir noch nicht haben. Jetzt haben wir hier noch so Basisbauteile. Das hier ist dann hier für Fahrzeuge. Die müssten wir eigentlich bauen können. Jetzt weiß ich natürlich nicht, können wir das aufs Dach stellen und dann eine Verbindung von dem Ding nach unten in die Hütte machen? Ich stelle erstmal hier einen auf. Ich habe noch nicht rausgefunden, wie man das hier so auf uns zubewegt. Nicht genug Grundrahmen. Ja, natürlich. So, Grundrahmen. Wo finden wir die Grundrahmen?
Hier sind noch ein paar Elektronikteile. Davon haben wir jetzt eine ganze Menge hier. Guck mal hier. Grundrahmen können wir nochmal herstellen. Und zwar, ach komm, 50 Stück. Die brauchen wir die ganze Zeit. Und hier wird was hergestellt gerade? Nix. Weil, was fehlt? Biomasse. Dann gehen wir doch mal Biomasse jagen, oder? Wir hatten doch hier oben ziemlich fette Bäume gesehen. Licht. Wo waren denn die richtig fetten Bäume? Davon hätten wir eben welche schlagen sollen. Ach, warte mal. Hier. Wir haben vergessen, die Batterien ans Ein zu stecken. Die waren nämlich schon fertig. So, jetzt kann es losgehen. Ach, weißt du was, wir nehmen das Auto. Wir haben das Ding, wir fahren mit dem Ding. So, jetzt machen wir eine Erkundung in diese Richtung. Ah nee, das machen wir bei der nächsten Runde. Das ist ja schon wieder 30 Minuten. Leute, wir sehen uns. Ich hoffe, es hat euch heute gefallen und ihr guckt morgen auch wieder zu. Das würde mich sehr freuen. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Hier ein Blick auf zwei von vielen Serien auf meinem Kanal. Schaut doch auch da mal vorbei und vergesst auch nicht zu subscriben. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.